Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzerkorps 2 1940 DLC. Beim letzten Mal hatten wir die Übungsmission auf der Jersey-Insel und da gab es ja ein paar technische Probleme und jetzt sind wir hier in Dover und mal gucken, was hier passiert. Auf jeden Fall ist unser Hauptmann Wagner ja abgereist und wir haben hier einen neuen Adjutanten, vermute ich mal. Sieht ein bisschen ähnlich aus zu der Karte, die... Moment mal, das haben wir doch schon mal... Ist das die gleiche Karte, die wir schon mal gespielt haben in der regulären Kampagne? Oder haben sie die ein bisschen ange... Ich glaube, Sie haben, glaube ich, die Abstände ein bisschen vergrößert. Aber na klar, sieht halt relativ ähnlich aus. Okay, Dover, 15. September 1940. Ah, General Lauch, richtig? Wie ich sehe, sind Ihre Erfolge in Frankreich sehr beeindruckend. Und auch meine Tochter, eine Wehrmachthelferin, spricht nur in höchsten Tönen von ihrer Führungsstärke. Wie dem auch sei, Ihre Entscheidung und Ihre Siege haben uns zu dieser äußerst riskanten Mission geführt. Die Zeit ist reif für Unternehmen Seelöwe, für die Invasion Großbritanniens. Primäres Ziel, erobern Sie alle Siegfelder. Das ist ganz schön viel. Wir gucken mal kurz durch. Das sind auf jeden Fall die Küstenlinie. Kreidefelsen von Dover da. Dover selber. Halt. Naja, nee, es ist ein bisschen anders, die Karte. Hier oben Ashford und Canterbury. Okay. Und dann gibt es noch hier Versorgungsfelder. Das sind die, die wir einnehmen müssen. Und Ashford scheint ein Bonusziel zu sein. Hier ist auch noch ein Versorgungsfeld. Okay. Primäres Ziel ist, erobern Sie also alle Siegfelder. Bonusziel nehmen Sie Ashford ein, bevor Sie das letzte Siegfeld erobern. Bonusziel zerstören Sie 6 Radaranlagen. Ah ja. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wo die anderen 6 sind. Hier sind auf jeden Fall welche. Und bevor Sie loslegen können, müssen wir uns noch über einige Punkte unterhalten. Das Oberkommando hat sicherlich alles dafür getan, die Invasion bestmöglich zu unterstützen, aber es gibt dennoch potenzielle Probleme, deren Sie sich bewusst sein müssen. Was Sie am dringendsten verstehen müssen, ist die Tatsache, dass wir die Luftschlacht um England entgegen aller Propagandanachrichten, die Sie vielleicht gehört haben, ganz und gar nicht gewonnen haben. Trotz monatelanger Anstrengungen der Luftwaffe konnten wir die Lufthoheit nicht erringen. Aus diesem Grund müssen Sie jederzeit bei dieser Operation auf erbitterten Widerstand durch feindliche Flugzeuge gefasst sein. Weisen Sie Ihre Landungsboote auf jeden Fall entsprechende Luftunterstützung zu, während Sie den Ärmelkanal durchqueren. Darüber hinaus haben Admiral Lütjens und die Kriegsmarine so viel über Wasserschiffe aufgestellt, wie sie konnten, um die Royal Navy in Schach zu halten. Das brandneue Schlachtschiff Bismarck wurde dafür rasch in Dienst gestellt, nebst den schweren Kreuzern Admiral Hipper und Admiral Scheer. Sie haben sogar die bis dahin nur halb fertiggestellte Graf Zeppelin operationstauglich gemacht, damit sie als unsere einzige Flugzeugträger zum Einsatz kommen kann. Lassen Sie stets eine Kampfpatrouille über dem Schiff fliegen, denn es wird angesichts der übereilten Fertigstellung recht anfällig sein. Wie viel Schutz Ihnen diese Schiffe gegen den Feind bieten können, werden wir erst dann erfahren, wenn Sie auf die Royal Navy stoßen. Und so seltsam es auch klingen mag, unsere U-Boote haben kein einziges feindliches Schiff zwischen uns und unseren Strandabschnitten gesichtet. Wenn wir schon beim Thema sind, Ihre Strandabschnitte ist hier bei Hyde. Gehen Sie davon aus, dass sich die Briten mit sämtlicher Infanterie und Artillerie, die Sie aufbringen können, gegen Ihre Landung wehren werden. Daher sollten Sie so schnell wie möglich einen Versorgungspunkt sichern. Die Luftwaffe hat eindringlich darum gebeten, dass Sie, sobald Sie gelandet sind, diese verfluchten Radaranlagen ausschalten, die uns während der Luftschlacht so viele Probleme bereitet haben. Die zweite Phase der Invasion kann nur dann beginnen, wenn wir unsere Brückenköpfe gesichert haben. Deswegen müssen Sie bis Canterbury vorrücken. Im Idealfall werden wir eine beachtliche Frontlinie aufbauen, und zwar zwischen Ihrer Landungstruppe hier und anderen Truppen, die bei Brighton landen werden. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Viel Glück, Herr General. Okay, wir haben also die Graf Spee, die uns als Flugzeugbasis dienen kann. Wir sollen unsere Landungsboote verteidigen. Wir werden bei Hyatt an den Strand gehen. Also, ich guck noch mal kurz zurück. Hier. Und die Radaranlagen sind bis auf die bei Dover noch... Ach doch, er hat sich ja markiert. Also Dover, hier, neben Dover und bei Hyatt. Das sind dann 1, 2, 3, das sind aber nur 4. Ähm,
Okay. War da nicht die Rede von 6? Na gut. Dann gehen wir mal raus aus der Lagebesprechung. Herr General, zur Vorbereitung für Unternehmen Seelöwe möchte ich Ihnen ein besonderes Angebot machen. Da es eine außergewöhnliche logistische Herausforderung darstellt, Ihre gesamte Invasionstruppen samt der Vorräte, die beim kommenden Einsatz benötigt werden, über den Ärmelkanal zu transportieren, ist meiner Meinung nach ein Kompromiss notwendig. Um zu gewährleisten, dass alles in ausreichender Zahl vorhanden sein wird, sollten wir eine feste Menge für Ihre Vorräte festlegen. Zur teilweisen Kompensation würden Ihnen dafür bei der Invasion eine eigene Bergungstrupp zur Verfügung gestellt werden. Sie haben 11 Belobigungspunkte. Möchten Sie Ihre Prestigepunkte auf fixe 8500 setzen und 9 Belobigungspunkte erhalten? Wir haben jetzt 28.000. Um zu gewährleisten, dass alles in ausreichender Zahl vorhanden sein wird, sollten wir eine feste Menge für Ihre Vorräte festlegen. Zur teilweisen Kompensation würden Ihnen dafür bei der Invasion ein eigener Bergungstrupp zur Verfügung gestellt werden. Sie haben 11 Belobigungspunkte. Möchten Sie Ihre Prestigepunkte auf fixe 8500 setzen und 9 Belobigungspunkte erhalten? Also 8500 klingt erstmal viel. Das sind aber halt einfach mal 20.000 weniger, als wir jetzt haben. Und ich befürchte, wir werden einiges an den Punkten, an den Prestigepunkten benötigen. Ich verstehe nicht ganz, was er mit Bergungstrupp meint und was wir damit machen können. Ob wir damit wieder Einheiten, die kaputt sind, wieder bergen können, wieder fit machen können. Wir machen das erstmal. Wenn wir jetzt merken, dass das scheiße ist und wir müssen dann irgendwie improvisieren. Der Punkt ist aber auch, wir bekommen 9 Belobigungspunkte. Ich verstehe das gerade nicht. Ich mach das mal und guck mir das erstmal an. Wir haben ja schon 11. Warum sollte ich jetzt noch mehr bekommen? Sie nehmen das Angebot und somit die feste Vorratsmenge an. Damit verfügen Sie jetzt über genau 8500 Prestigepunkte und 20 Belobigungspunkte. Wow. Und wir bekommen Helden. Ignoriert Verschanzung. Das ist natürlich ganz nice. Was? Also, ganz ehrlich, was ist jetzt der Vorteil dadurch? Außer, dass wir jetzt noch mehr Belobigungspunkte haben. Ganz ehrlich. Nee. Also, ich habe gedacht, wir kriegen jetzt wirklich diesen Bergungstrupp, von dem die gesprochen haben, aber können wir den vielleicht kaufen? Oh, wir bekommen Panzer 3G, das ist schon mal ganz nice. Scouts gibt es keine besseren. Stuck 3, Nebelwerfer. Es gibt einen neuen Jäger. Ja, okay. I don't know. Ich würde sagen, ich mache es nochmal rückgängig und ich will mit meinen 28.000 spielen. Ich befürchte, wir werden die auf jeden Fall auch brauchen in dieser Mission. So, also Punkte nicht eintauschen. Wie gesagt, wir haben genug Belobigungspunkte. Wir haben im Moment 11. Wüsste nicht, wozu wir 20 brauchen. Also Punkte nicht eintauschen. Sie entscheiden sich dafür, das Angebot der festen Vorratsmenge nicht anzunehmen. Daher haben Sie weiteren 11 Belobigungspunkte. Ich weiß noch nicht, was feste Vorratsmenge heißt. Heißt das, wir haben dauerhaft 8.500? Selbst das. Egal, wir haben 28.000. Gut, also gucken wir mal, was wir aufstellen können. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Kernarmeefelder. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall mal gucken, wie wir hier noch die Rest, also vor allem die Flugzeuge mit reinkriegen. Jetzt als erstes würde ich gerne mal gucken, ob wir dieses Flugzeug, die D520, wenn wir die jetzt upgraden zur 109F, ob das dann besser ist. Beziehungsweise haben wir auch noch Spitfire und Hurricanes. So, die 109F, die hat weniger Reichweite. Sie hat einen etwas höheren Initiativwert und eine etwas bessere Kampfkraft gegen Luftziele. Wie ist es denn bei der Spitfire? Die ist im Grunde fast identisch, nur dass sie mehr Verteidigung hat, aber weniger Initiative. Und die Hurricane
Die hat mehr Kampfkraft. Weniger Munition. Das ist nicht ganz so relevant, aber einen deutlich geringeren Initiativwert. Der Initiative errechnet sich aus der Feuerreichweite, dem Sichtradius, der Manövrierbarkeit und der Ausbildung einer Einheit. Sie definiert, wie viel Schaden die Einheit verursachen kann, bevor der Feind die Gelegenheit hat, das Feuer zu erwidern. Je größer der Initiativevorteil ist, desto mehr Stärkepunkte können sie vernichten oder drücken, bevor die feindliche Einheit zum Gegenangriff übergeht, und umso weniger wirkungsvoll wird dieser Gegenangriff ausfallen. Also ich meine, wir haben von der Hurricane halt 25 Auffrischungspunkte. Der Vorteil von der hier ist halt einfach mal die Reichweite. Ich weiß allerdings im Moment noch nicht, ob wir überhaupt noch Auffrischungspunkte für diese Einheit haben. Kann man das irgendwo sehen? Wo sehe ich das? Kann man das entweder hier sehen eventuell? Nee. Das wäre nämlich mal gut zu wissen, weil bei ihr haben wir ja begrenzte Auffrischungspunkte. Oder wir nehmen halt einfach die etwas weniger Reichweite in Kauf und wechseln hier auf die BF-109. Wie gesagt, die Hurricane ist ein bisschen stärker, hat dafür aber halt die geringere Initiativwert. Deswegen bleiben wir mal hier. Upgrade. Müssen wir jetzt mal die besten Flugzeuge hier raussuchen. Ach, guck mal, hier sehen wir es jetzt. 10. Warum kann ich die... Warte mal. BF-109E. Haben wir nur eine? Können wir nur eine zur F machen? Moment mal. Ach nee, hier, klar. Nee, das ist die F. Alles klar. So, die Frage ist jetzt auch, ob... Also klar, wir machen erstmal alle, auch wenn wir jetzt alle höchstwahrscheinlich nicht mitnehmen werden, weil das zu viele sind. Wir werden nur die stärksten Flugzeuge mitnehmen. So, natürlich ihn... Weil er den Doppelangriff hat. Zack. Das und das und das hier. So, dann brauchen wir unsere U's. Die sind ja auch alle schon abgegradet. Das ist eine B. Ach, die ist noch nicht zur R abgegradet. Okay. B, B, B. Hatte ich das nicht gemacht? Ach, es kann sein, dass ich die neu geladen, dass durch das Neuladen der vorherigen Mission, dass ich das nicht gemacht habe. Da haben wir ja auch keine Flugzeuge gebraucht. So, hier ist noch eine B. Kann man das optisch irgendwie unterscheiden? Nee. Also, ich sehe da jetzt keinen Unterschied. So, also R, 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 R. Und jetzt sind wir nämlich schon voll mit 80. Seht ihr das? Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier nicht mitnehmen. Wir gucken uns mal das Gelände an. Das Gelände ist sehr panzerlastig. Das heißt also, wir hätten mehr Panzer trainieren sollen. Wir nehmen mal die Fallschirmjäger raus. Jetzt haben wir hier einen Haufen Grenadiere, Pioniere. Die mal raus. Jetzt hat der hier einen Helden. Was hat der für einen Held? Schwer zu treffen. Dafür hat der hier mehr Sterne. Wir nehmen trotzdem den mal raus. So, jetzt sind wir wieder bei 70. Panzer. Jetzt müssen wir mal gucken. Den Neubauwagen. Was ist dem, wenn wir den zum Panzer 3G machen? Wir bekommen einen Slot zurück, was ganz nice ist. Wir bekommen... mehr Bewegungsreichweite, wir bekommen mehr Panzerung, wir bekommen weniger Kampfkraft gegen Infanterie, gleiche Kampfkraft gegen Panzer. Das würde ich aber trotzdem mal machen. Wir bekommen einen deutlich höheren Initiativewert, also von daher ist das sehr attraktiv. So, die machen wir natürlich auch zum G. Ja, mehr Kampfkraft ist immer gut. Kostet jetzt auch kaum was. Würde mich interessieren, wie man den ganzen Stack auf einmal upgraden könnte. So, der Panzer 4D. Gibt es dafür ein Upgrade? Ne, den behalten wir mal als Support-Panzer. Und den machen wir hier noch zum G. So, dann haben wir immer noch 11 Punkte übrig. Jetzt müssen wir erstmal noch die Artillerie zurückholen. Was hat die hier für einen Helden? Genauigkeit. Und die hat schnelles Feuern, erdrückender Angriff.
Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall die. Damit haben wir jetzt 4 Artillerien. Wir brauchen die Flak. Würde ich auch gerne mitnehmen. Hier, die hier. So. Und jetzt haben wir noch 4 Punkte übrig. Ach, die beiden Scouts müssen auch noch mit. Das heißt, wir müssen uns noch, müssen noch was weglassen. Wir müssen noch einiges weglassen. Vor allem, wenn wir die Us mitnehmen wollen. Das wird doch lustig. Vielleicht doch ein Panzer raus. Dann erstmal den Scout. Was hat er hier? Blitzangriff. Kostengünstig auffrischen. Der hat den Support. Wie kriegen wir jetzt unsere Us hier noch mit? Dann müssen wir wohl Infanterie weglassen. Das nützt ja nichts. Wir nehmen mal einmal Grenadiere raus und einmal Pioniere raus. So, was hat die für einen Helden? Ablenkung. Feindliche Einheiten, die an dieser Einheit angrenzen, leisten. Okay, das ist jetzt nicht so mega relevant. Er hat hier doppelten Angriff, die wollen wir auf jeden Fall haben. So, dann gucken wir mal nach der Stärke. Also sie hier und sie geht schon wieder nicht. Eieieiei. Und vor allen Dingen wären ja auch die Strategen eigentlich ganz praktisch gegen Schiffe. Hui! Das ist echt tricky hier. Ich würde sagen, ich tüftel das mal noch aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, okay. Wir sind jetzt tatsächlich sehr, sehr panzerlastig unterwegs. Wir haben jetzt nur noch 3x Infanterie. Wir haben 5 Panzer, 2 Scouts. Die Scouts-Fahrzeuge finde ich relativ stark, muss ich zugeben. 4x Artillerie. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Wir haben jetzt keine strategischen Bomber. Er hat ja gesagt, dass die Royal Navy im Moment nicht gesichtet wurde. Das kann uns auf die Füße fallen, wenn die Royal Navy uns hier mit einem Überraschungsangriff mit Schiffen daherkommt. Da müssen wir also sehr aufpassen. Dafür haben wir jetzt aber 4 Us dabei. Und wir haben ja jetzt noch einen Helden. Und der Held war, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, ignoriert Verschanzung. Das ist dann... Jetzt ist die Frage, ob das bei einer Artillerie so praktisch ist, weil eine Artillerie ja eigentlich Verschanzungsbrecher ist. Also ich würde sagen, entweder bei einem Panzer oder bei einer Infanterie. Ich würde es tatsächlich sogar auf eine Infanterie geben, weil die Pioniere ja ganz gerne mal gegen verschanzte Einheiten angreifen. Oder halt bei einem Panzer. Wir machen es mal bei den Pionieren. Können wir die eigentlich noch irgendwie upgraden? Ne, die haben alle schon... So, hier, Held, pass auf. Zack. Und jetzt müssen wir die ganzen Einheiten natürlich noch aufstellen. Wir machen erstmal die Flugzeuge. Das ist relativ einfach. Jetzt können wir nicht alle Flugzeuge da aufstellen, sondern wir könnten die jetzt hier natürlich auch positionieren. Bloß wir wissen nicht, was von hier drüben kommt. Deswegen laden wir mal eine U hier aus. Die müssen wir dann zur Not verlegen. So, dann unsere Einheiten. Hier ist die erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Wir packen hier natürlich in der ersten Welle unsere Infanteristen rein. Ein Scout, der andere Scout hier drüben. Der Infanterie-Support-Panzer dort. Alle anderen Panzer gerne erstmal hier. Und dann haben wir noch... okay, die müssen wir dann verlegen. Da haben wir jetzt nicht genug Transportschiffe dafür. Es wäre vielleicht noch ganz cool, wenn wir direkt auch Flak haben. Deswegen würde ich mal einen Scout hier rauslassen und eine Flak hier mitnehmen. Und hier drüben dann vielleicht auch einen Panzer und... Hallo? Nein. Zack. Und dafür die Flak. Und alle anderen Einheiten müssen wir dann hier entsprechend verladen. So.
Okay, wir frischen alle noch auf. Die sind alle aufgefrischt. Und dann... Also wir können die auch mit einem Lufttransporter transportieren. Das geht natürlich auch. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Flugplatz. Und wir brauchen als erstes einen Versorgungspunkt. Da wäre der hier ganz praktisch, weil wir hier ja landen. Oder dann der hier, wobei der hier, glaube ich, einfacher zu kriegen ist, weil hier müssten wir erstmal durch die Verschanzungsfelder durch. Wir starten mal. Und gucken mal direkt, was uns hier so Schönes erwartet. Oh, Minf. Lol, okay. Vielleicht erstmal den Zerstörer vorweg schicken. Der sieht das nicht. Das ist interessant. Was ist, wenn ich ihn hier hinstelle? Ah, okay. Wir können da also gar nicht direkt landen, weil die Strände besetzt sind. Kann der den... Wow, da passiert einfach mal gar nichts. Was ist, wenn ich... Wir kommen da gar nicht bis hin, ne? Ah. Ich sehe schon wieder, wir müssen uns ja erstmal rantasten. Wie kriegen wir die jetzt vom Strand da weg? Das ist die W. Die würde ich ganz gerne erstmal dort einsetzen, wo es wirklich kritischer wo es kritische Ziele gibt. Hallo, du solltest dahin fliegen. Hä? Warum? Warum fliegten die dann? Hä? Wartet mal, dann, hä? Das verstehe ich gar nicht. Okay, dann geh du auf den. Und du bitte. Hä? Verstehe ich nicht. So, Angriff. Angriff. Damit kriegen wir die Strände frei. Für unsere erste Infanterie. So, wir müssen natürlich dem Ganzen hier auch Support mitschicken. Dahin. So, und die W, die kann nämlich gerne mal hier oben angreifen. Warte mal, jetzt ist doch der Jäger wieder nicht dahin geflogen. Was ist das denn für eine Scheiße? Warum fliegst du nicht dahin? Warum bleibt der da hängen? Das ist doch Kacke. Kann mir das bitte jemand erklären, was das Phänomen davon ist? Dann geh bitte... Weil das Geile wäre natürlich, wenn wir ihn hier hinsetzen, dann könnte er alle drei Flugzeuge... Hä? Ich verstehe das gerade nicht, was das Problem ist. Weil wir können hier oben, wir können da keine U hinsetzen, ohne ihr nicht Geleitschutz zu geben. Das funktioniert nicht. Die knallen sie uns ja weg. Kann man ihm einen alternativen Weg... Nee. Man kann ihm nicht sagen, dass er anders fliegen soll. Aber hier fliegt... Was? Ich verstehe das. Was? Das ist irgendeine Spielmechanik, die dahinter steckt. Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht, welche. Was ist denn mit ihm? Er fliegt dahin. Wow, okay. So, jetzt nochmal ein neuer Versuch mit der U. Okay.
Ich verstehe es nicht. So, wir setzen hier ein Flugzeug drauf und wir gucken jetzt erstmal, dass wir Landungsboote an... Okay, das einzige Boot, was landen kann, ist das. Die Frage ist, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Ich würde am liebsten speichern wollen. Wir setzen die mal hier hin. So, so. Und geben hier einmal Luftsupport mit dazu. Und die anderen Landungsboote... Wie viele Runden haben wir überhaupt Zeit? 20, das ist nicht allzu viel. Das geht mal dorthin. So, verladen können wir die nicht. Weil wir keine Boote haben, können wir die eventuell... Wir verfügen über keine freien Transporter, aber das stimmt ja gar nicht. Laut der Anzeige haben wir 3 freie Transporter. Das kann die Arti in den Lufttransporter. Irgendwas ist hier komisch. Wir machen mal einen Rundenwechsel. Und gucken mal, was passiert. Okay, also, jetzt müssen wir erstmal hier an Land kommen. Hier sind noch mehr Bodeneinheiten. Okay, dann hier bitte erstmal an Land gehen. Ja, was haben wir denn hier alles? Panzer, genau. Ein Panzer bitte. Und einmal Pioniere. Haben wir hier eine Artillerie schon dabei? Nee, aber eine Flak haben wir. Das ist gut. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier... von ihm Jäger rauskriegen. Warum kriegt der hier so viel Damage? So, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2. Mist, der geht nicht raus. Okay, aber wir sehen schon, worauf das hier hinausläuft. Wir müssen das wirklich in Gruppen aufstellen, damit die uns hier das Zeug nicht kaputt knallen. Wie wir das in 20 Runden schaffen wollen, ist mir ehrlich gesagt ein kleines Rätsel. Jetzt haben wir wieder keine Transportschiffe frei. So,
Muss man mal gucken. Wir brauchen jetzt noch eine U hier. Ist das diese Radaranlage, die da irgendwie... Wow, es ist anscheinend diese Radaranlage. Was uns hier irgendwie Probleme bereitet. Es ist ganz komisch. Hier ist noch eine Flak. Vielleicht ist es auch schlauer, die... Was ist, wenn ich die jetzt auffrische? Dann muss sie natürlich beschützt werden, ne? Bei der hier genauso. Wir haben noch einen Jäger frei. Den können wir mal hier hinstellen. Oder wir stellen ihn dahin. Dann bieten die hier Deckung. Dann können wir die nämlich auffrischen. Das ist unsere Doppel-U. Die können wir auch auffrischen. So, und jetzt stellen wir mal... die Kampfschiffe mal dahin eins. Das kann nämlich, kriegt dann auch Deckungsfeuer. Das andere würde ich gerne dahin stellen. Das geht allerdings nicht. Dann stellen wir das erstmal dahin. Oder wir stellen es direkt unter das Flugzeug. Das ist auch keine schlechte Idee. Dann kann es nämlich auch nicht angegriffen werden. Hierhin kommen wir leider nicht. Weil das Problem ist, dass die natürlich... Fokus von den Flugzeugen sein werden. Das gehen wir mal dahin. Ich hoffe natürlich, dass die hier, dass da die Flugzeuge nicht so eine Reichweite haben, um da bis hinzukommen. Okay, und dann gehen wir mal in einen Rundenwechsel, ohne jetzt hier groß noch Flugzeuge einzusetzen. Hier haben wir jetzt eine Flak stehen. 20 Runden. Ich bin überfragt, wie das funktionieren soll. Aber vielleicht hat er ja noch nicht so viel organisiert. Ich habe die Befürchtung, irgendwas vergessen zu haben. Aber nope. Gut, dann gucken wir mal, was passiert. Ah, das war gut mit dem Panzer. Oh, das war sehr gut. Die Pioniere da einen guten Job gemacht. Nochmal die Pioniere einen super Job gemacht. Plus 2 Angriff gegen weiche Ziele. Perfekt. Und er hat kaum Flugzeuge eingesetzt gegen uns. Das ist natürlich super. Jetzt können wir direkt schon versuchen... Wow, wie wir einfach hier durch die beiden Artillerien. So, wir müssen den Strand freikriegen. Das nützt nichts. Wir müssen den Strand freikriegen. Können wir erstmal ihn eventuell rausfokussen? Ist einer davon die Doppel? Nee. Doppeljäger haben wir nicht. Doch, wir haben einen Doppeljäger. Wir haben eine Doppel-U und einen Doppeljäger. Versuch's mal mit ihm. Ja, schafft er leider nicht. Okay, dann. So, das ist die Doppel-U. Die hat natürlich jetzt ein Problem, weil sie durch ihn hier angegriffen wird. Okay. Jetzt haben wir noch irgendwo den Doppeljäger. Der ist hier.
So, perfekt. Und jetzt können wir unsere Doppel-U hier auf die Artillerie setzen. Wobei, wie sieht das mit... Ah, die Pioniere bekommen durch die Artillerie zu viel Damage, okay. So, die... Ist das jetzt schon der Versorgungspunkt? Oder ist das... Das ist der hier, oder? Wo die Art, wo die Flak draufsteht. Hatte ich... Oder? Bin ich gerade irgendwie bescheuert? War das waren noch zwei... Nee, ach stimmt, das war der Punkt und der Punkt. Okay. Wir müssen also da hoch. So, die Pioniere dahin. Perfekt. So, dann holen wir uns den Versorgungspunkt. Die darauf. Ah, die zieht sich zurück. Okay. Ja, halt, 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 halt. So, vor allen Dingen machen wir das mal. Ach, die können sich nochmal bewegen. Okay, dann gehen wir dahin mit denen hin. So, die Flak geht mal bitte dahin. Und jetzt können wir hier die nächsten Einheiten ausladen. Erstmal der Scout. Noch ein Panzer. Der Scout geht mal bitte direkt dahin. Der Panzer geht bitte... er geht mal dahin. Warum nicht hierhin? Weil dann deckt das Flugzeug da noch ab, falls hier irgendjemand mit Bombern kommen sollte. So, das Ding kann sich nicht ausladen. Da, die können sich alle nicht ausladen. Okay. Hat die Graf Zeppelin von Anfang an noch 5 Punkte? Ich glaube schon. So, das heißt, wir gehen... Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir uns hier aufstellen, dass wir den Luftsupport bekommen. Okay, wir greifen da die Radaranlage an. Das ist ja ein Bonusziel. So, also, wir haben hier Jäger, wir haben hier Jäger. Die können sich auch alle nochmal bewegen. Das heißt, wir können hier jetzt auf jeden Fall ein Transportschiff hinstellen. Wir können da ein Transportschiff hinstellen. Ich würde ganz gerne verhindern, dass wir... dass hier das Transportschiff... angegriffen wird. Deswegen stellen wir da ein Flugzeug drüber. Wir stellen hier ein Transportschiff hin. So, dann haben wir hier noch die Transportschiffe. Die müssen wir uns jetzt mal so hinstellen, dass die... Ah, shit. Dass die nicht so einfach angegriffen werden können. Aber das wird wohl tricky werden. Wir stellen mal die U hier als Pseudo-Dev auf. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie wir hier die Flugzeuge aufstellen. Wir könnten... Was ist das? Das ist die Admiral Hipper. Wir könnten jetzt einen Jäger dorthin stellen. Dann deckt der im Grunde den Bereich ab. Und dann stellen wir hier irgendwo noch einen Jäger auf, dann deckt der den Bereich ab. So, und hier haben wir jetzt noch eine U. Die könnten wir jetzt natürlich einsetzen, nur dann steht die höchstwahrscheinlich im Fokus der gegnerischen Jäger. Deswegen stellen wir die einfach mal
hier drüber, dass die uns die Transportschiffe nicht angreift. Okay. So, hier können wir jetzt... Ja. Wow, wir können die Radaranlage angreifen. Okay. Gut, dann sind wir mit dem Anfang für heute durch. Ich bin gespannt, wie das in 20 Runden funktionieren soll. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer, namentlich genannt Kedö, Thomas und Irondahl. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.